So, da sind wir wieder bei Let's Adventure, Your Minecraft, heute Part 74. Ja, ich schätze mal. Und heute spielen wir die Map von Knuspert Host LP, Das Gefängnis. Also, die Map heißt Das Gefängnis und der Typ Knuspert Host LP. Richtig? Ja. Gut, die Regeln sind keine Blöcke zerstören oder setzen und mehr gibt es auch nicht als Regeln. Und wer sich wundert, warum alles hier so wischi 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 ist, wenn ich mich umgucke, das ist ein Shader-Mod. Welchen? Das ist der ganz normale Shader-Mod und da ist irgendwo in einem Unterordner nochmal das drin. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Deswegen kann ich euch auch nicht erklären, wie man den installiert. Genau. Weil ich auch nicht Head Tutorial heißt oder so. Ich mache auch keine Tutorials. Und mal, Head Tutorial macht gar keine Tutorials. Ist das nicht ironisch? Egal. So, hallo, danke, dass du für dich für meine Map entschieden hast. Copyright auf Knuspertoast LP. Bitte spiel auf Peaceful. Tu ich. So, erstmal raus hier. So. Oh nein, er ist ausgebrochen. Haltet ihn. Okay. Knöpfe haben wir. Okay. Die Lava wollten wir schon mal nicht. Das ist aber witzig gemacht mit so vielen Knöpfen, wo jeder was Unterschiedliches macht. So, der macht offen und der macht offen. Und da kann ich mir Lava holen, wenn ich lustig bin. Aber die brauche ich, glaube ich, nicht. Da sind nur ein paar Pfeile drin. Holt ihn, sonst entkommt er noch. Das ist lustig gemacht. Ja, okay. Ein kleines Jump'n'Run. Ich schätze mal jetzt einfach, dass die Map nicht sehr lang wird. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Ah, hey, wir kriegen wenigstens eine Diamantrüstung. Sind ja hier der ultra krasse Gefängnisausbrecher. So, was ist denn da hinten? Warum sollte ich... Oh, eine Truhe. Ach, da ist eine Druckplatte drauf. Wie ich die Druckplatten einfach bei dem 16x16 Texturenpack nie sehe. Das ist eigentlich witzig. Für den Redstone Torch, für die Boosterschiene. Dann. So, gehen wir da drauf. Setzen uns da rein. Hier, so. Ups, nein, ich will die doch nur da hinsetzen. Dann schieben wir das nochmal zurück. Zurück, sagte ich. Zurück! So. Setzen das da hin. Schieben unser Minecart an und steigen ein. Hui! Oh, das war aber mehr als nur knapp. Ja, wenn es passt, dann soll ich mich nicht beschweren. Wenn es jetzt stehen bleibt, dann weine ich. Und auf nach unten. Oder auch nicht. Dann steige ich im Außenfall. Ah! Oh nein! Meine Beine, sie sind gebrochen. Ich laufe gerade auf meinen linken Arm, deswegen sieht man ihn noch nicht. Oh, ein Schalter. Gut. Der sollte wahrscheinlich nützlich sein. Fail, versuche einen anderen Weg. Ich hab da noch nicht mal lang geschaut. Ach, egal. Gut, hier, dann da, dann dort, dann dort, dann hier, dann da. Okay. Nichts. Labyrinthe. Finde den Schalter in der Labyrinthkiste. Habe ich. Da ist ein Bett, falls ich speichern möchte. Weil es zu schwer war und ich jetzt schon tausendmal hätte sterben können. Vielleicht kann ich aber ab jetzt sterben. Oh, eine leere Truhe. Haltet ihn, egal was dafür notwendig ist. Und nochmal ein Schalter. Und ein Knopf. Ja, Moment, warte. Ist ja schon offen. Passt schon. Ich dachte schon, ich muss den Schalter hier hinsetzen. So, ist hier noch. Oh, ein Untergang. Yeah! Extra! Hammer! Boni! Woo! Golden Apple. Nichts. Nichts. Und ein Knochen. Soll mir das jetzt was sagen, wenn ich einen Goldapfel und einen Knochen finde? Ich schaue einfach mal nach da oben. Vielleicht ist da oben ja meine Freiheit. Ich so als Gefängnisausbrecher möchte natürlich immer frei sein. Na gut, wer möchte bitte nicht frei sein? Ah. Dupp. Da sind tausende von Knöpfen. Nein, es ist... nein, erst ist durch den Lüftung... Achso, nein! Er ist durch den Lüftungsschacht entkommen. Ich habe mich nur gewundert, weil der erst stand. Knopf, 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 Knopf. Warte, zoomen. Das geht durch Optipine.
Glückwunsch, was meine Adventure Map. Okay. Was ist da unten? Nochmal ein Schalter. Und noch ein Durchgang. Und nochmal ein Diamant. Yeah! Komme ich auch durch? Nein? Nein? Okay. Da komme ich gerade nicht mehr hoch, wegen der Leiter. So ein kleines bisschen problematisch. Ich kann mal versuchen. Welcher Knopf hat denn den Pisten aktiviert? Ah, scheinbar der da hinten, da komme ich nicht ran. Nein! Kann ich nicht. Ah, du warst es. Okay. Ich kann trotzdem nicht draufsteigen. Na gut, dann fliege ich kurz. Ihr habt nichts gesehen. So. Glückwunsch, du hast meine Adventure Map gemeistert. Knopfsabtoast LP. Alle angucken! Schau auf seinen Kanal, er hat gute Videos. Nein, keine Ahnung. Made by Knusperhost LP. Guckt euch bitte alle meinen Kanal an. Wenn ihr mich anschreibt, kann ich sie extra Gegenstände. Achso, nochmal schicken. Ich kann euch auch was sagen. Der Link zu der Map wird in der Beschreibung sein. Ja, ihr müsst ihn nicht anschreiben. Gut. Wir sind erfolgreich geflohen, obwohl wir noch in einer Zelle enden, was ich jetzt einfach mal nicht hinterfrage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Adventure You Minecraft Adventure Map. Und da ich too many Items habe, will ich jetzt noch was in die Luft sprengen. Ich finde mein eigenes TNT nicht. Ich habe doch die hässliche Textur dafür gemacht. Wo ist es? Da. Ich muss sie unbedingt neu machen. So. Weil wir jetzt in die Freiheit wollen, sprengen wir einfach alles auf. Dip, 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 dip. Und fliehen wir kurz. Freiheit! Wow! So, jetzt sind wir frei. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und... Baum. Ich sollte die Folge beenden. Zombie, mach die Folge aus. Aber da ist ein Baum. Ja und, hier sind überall Bäume. Aber er ist grün. Die anderen sind auch grün. Okay.